12.000 statt 11.000 beim DAX. Wie kann denn sowas passieren? Die Antwort bekommen Sie gleich. Hallo Joachim, die von uns befragten rund 1300 aktiven Anleger haben ja ziemlich stark auf die leichten Kursgewinne seit vergangenem Mittwoch reagiert. Und vor allen Dingen fällt auf, dass die Bären, die da neu dazugekommen sind, gerade mal wieder abgesprungen sind. Glaubst du, das sind Gewinnmitnahmen? Und was heißt das im Endeffekt für deutsche Aktien? Nun ja, das ist in der Tat bemerkenswert, wenn unser Börse Frankfurt Sentiment Index um 25 Punkte steigt. Am Montag in der Früh, da sah es hier noch zappenduster aus am deutschen Aktienmarkt. Aber tatsächlich mag vielleicht der ein oder andere sich gedacht haben, naja gut, 11.600, 11.700, das war ja so in etwa die Landezone für den DAX gewesen, für diejenigen, die das bei uns regelmäßig verfolgen. Und dann hat man vielleicht tatsächlich zugegriffen. Die Argumente auf jeden Fall für diesen Aufstieg, die sind eigentlich gar nicht so stark. Da hat gestern der Fed-Chef Jerome Powell gesprochen und hat gesagt, also wenn der Handelskrieg sich, wenn der eskaliert oder wenn er fortgesetzt wird, dann wird man natürlich aufpassen, da wird man entsprechend handeln. Aber gemessen an dem, was die Marktteilnehmer eigentlich erwarten, war das eigentlich viel zu wenig gewesen. Und trotzdem ist der DAX hochgegangen. Mhm. Das heißt also, einige haben dann doch kalte Füße bekommen, haben sich gesagt, oh Gott, wenn der Markt uns hier nach oben davonrennt womöglich, und das ist er ja auch, dann müssen wir zupacken. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt einen Börse Frankfurt Sentiment Index auf der Grafik sehen, das ganz explizit von plus 12. Die Privatanleger haben sich diesmal in die gleiche Richtung bewegt, aber mit deutlich weniger Dynamik. Woher kommt dieser Unterschied? Ist das eine unterschiedliche Positionierung, die da zugrunde liegt? Nun, sie ist nicht ganz so hoch gewesen, die Position. Die Privatanleger, die haben sich auf der Bärenseite ja in der vergangenen Woche zwar gezeigt, aber längst nicht in dem Maße wie die Institutionellen. Das heißt, es gab hier nicht so viel zu drehen, aber immerhin sehen wir natürlich auch dort einen Sprung im Börse Frankfurt Sentiment Index. Auf der Grafik sehen wir es hier sehr schön. Plus 7 ist der Stand. Das heißt also, hier gab es auch eine Wanderung. Das Interessante ist, die Privatanleger sind eigentlich mutiger gewesen als die Institutionellen bei den Käufen, denn wir haben dort keine Wanderung in die neutrale, in den neutralen Bereich, in den seitwärts gerichteten Bereich gesehen, im Gegensatz zu den Institutionellen, wo wir ja immerhin 30% der Befragten neutral eingestellt vorfinden. Wertest du jetzt in diesem Szenario Sentiment-Indexstände von plus 12 bzw. plus 7 Punkten als optimistisch oder ist das aus deiner Sicht noch neutral? Naja, es ist absolut, ist das ein optimistischer Wert, aber in der relativen Betrachtung auf 6 Monate ist das eigentlich eher neutral. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite eine Reserve von Nachfragen, von möglichen Nachfragen. Das sind diese 30% der neutral eingestellten, seitwärts gerichteten Marktteilnehmer. Die würden natürlich kaufen, wenn der DAX runterkommt, nämlich in einem Bereich nochmal von 11.800. Das würde wahrscheinlich ausreichen. Mhm. Und an der Oberseite würden wir die Käufer von heute sehen, die natürlich nicht so genau wissen, kriegen wir hier einen Aufwärtstrend oder nicht, oder wird hier einfach nur eine technische Formation zerschossen. Das wäre oberhalb von 12.100. Der Fall. 12.100, 12.200 sehe ich die Abgaben von den Optimisten von heute. Das heißt also, unterm Strich sehen wir einen gut gehaltenen DAX, aber im Prinzip werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich sehe es eher seitwärts hier. Der Optimismus jedenfalls, er ist nicht überbordend und ist auch nicht euphorisch und das ist eigentlich auch ganz gut so, Edda. Klingt auch nicht schlecht in meinen Ohren. Dann danke ich dir für diese Einschätzung und bis nächsten Mittwoch. Ja, bis nächsten Mittwoch.